Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder zurück seid zu einem neuen Video von mir. Lasst euch bitte nicht von meinem Turban verirren oder sonst was. Ja, ich möchte heute einen Live-Test machen sozusagen und ich war duschen und ich habe gleich noch was vor, deswegen lasst euch einfach nicht davon täuschen. Ich wollte nur dieses Video schon mal schnell drehen für euch und ich habe vergessen, den Film auszumachen, den ich nebenbei noch am Laufen hatte. Bin ich Sorry. wieder. Und zwar mache ich einen Live-Test von dem Maybelline New York Skin Sensational Sky High Wimperntusche, die ja momentan mega gehypt wird auf TikTok. Und viele sagten, dass sie super gut sein soll und die haben alle davon geschwärmt und ich habe sie mir in Hamburg gekauft und ich werde sie jetzt heute mit euch nochmal testen. Zuerst werde ich aber meine Wimpern eben hochbiegen. Und ja, das ist die wasserfeste Version davon. Ich weiß gar nicht, ob es die auch ohne wasserfest gibt, das kann ich euch nicht sagen, ehrlich gesagt. Aber ich dachte mir, heute wäre die gute Möglichkeit, denn es ist super feucht draußen. Mal gucken, ob die Wimperntusche durchhält. Und so sieht das Bürstchen aus. Es ist sehr flexibel und dann hat es so ganz, ganz feine, dünne Borsten, wenn man das überhaupt richtig erkennen kann. Und ich werde jetzt einfach mal drauf los tuschen. Okay, das ist die erste Schicht. Ich habe da oben ein bisschen gepatzert. Aber das lasse ich erstmal antrocknen. So, wie gesagt, das ist die erste Schicht. Und dann werden wir gleich nochmal zusammen die zweite Schicht aufmachen. Aber ich werde jetzt eben nochmal die andere Seite machen. So, jetzt ist es gut genug eingetrocknet. Ich zoome mal wieder ran. Und dann werden wir jetzt die zweite Schicht raufklatschen. Okay. Oh, man sieht schon, es wird ein bisschen spinnenbeinig und ein bisschen schwarzer. Und die Wimpern werden auch ein bisschen hart. Okay, das ist jetzt die zweite Schicht. Ich werde das noch ein bisschen sauber machen später. Aber einfach nochmal eben, dass ihr seht, wie es aussieht. Lasst euch nicht täuschen, die Wimpern sind länger als die und die sind auch voller als die. Ja, was ich dazu sagen kann, das zweite Mal finde ich nicht ganz so schön, weil die jetzt so ein bisschen spinnbeinig aussehen, wie ich finde. Es geht noch, aber es sieht schon ein bisschen spinnbeinig aus und das mag ich nicht immer unbedingt. Ja, also geht. Gebröselt hat es bis jetzt noch nicht. Ich weiß nicht, wie es später aussieht, aber ich werde das natürlich Langzeit testen. Also wie gesagt, ich werde euch denn später eben kurz raussuchen. Ich werde euch dann später updaten, ob es hier oben an meinen Augenlidern abgeschmiert hat. Das passiert mir sehr häufig, weil ich am Tag immer so runter gucke und dann schmiert es halt ab. Besonders im Sommer passiert mir das häufig. Ja, wie gesagt, ich werde euch später ein Update dazu geben, wie die Wimpern aussehen, ob es gekrizzelt hat und ob es oben abgeschmiert hat. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns jetzt gleich im nächsten Clip wieder. Hallo ihr Lieben, ich melde mich jetzt nochmal ganz kurz, um euch ein Feedback zu geben. Ignoriert mein Aussehen und alles andere. Ja, ich wollte euch nur eben Bescheid sagen und zeigen, wie meine Wimpern aussehen. Und so sehen meine Wimpern jetzt aus. Und tatsächlich sind sie so geblieben, wie sie sind. Sie sind nicht oben hier am Lid verschmiert. Und
Es hat auch nicht irgendwelche Klumpen ergeben, die runtergefallen sind von den Wimpern oder so. Das finde ich schon mal sehr, sehr gut. Also im Großen und Ganzen bin ich eigentlich recht zufrieden. Aber die 10 Euro finde ich waren es jetzt halt nicht besonders krass wert. Meine Schwester kommt gerade rein. Wait a minute. Ja, aber im Großen und Ganzen bin ich wirklich zufrieden mit der Wimperntusche. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, irgendwie finde ich 11 Euro hätte ich mir sparen können. Denn es gibt bestimmt auch günstigere Wimperntuschen, die dieses Ergebnis erzeugen können und die nicht unbedingt oben am Augenlid festkleben. Ihr könnt mir mal gerne unten in die Kommentare schreiben, was für Wimperntusche ihr nutzt und ob ihr sie weiterempfehlen würdet. Das würde ich mich sehr interessieren. Und ja. So, ihr Lieben, das war's dann auch schon mit dem Video. Falls ihr mehr solche Live-Test-Videos sehen wollt, dann schreibt mir gerne unten in die Kommentare, was ich als nächstes für euch testen soll. Und dann mache ich das gerne. Ich mag solche Videos ganz gerne drehen. Deswegen lasst es mich unten gerne wissen, was ich als nächstes testen soll. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.